Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Survival Games. Ich habe heute eine schöne Erfahrung gemacht. Und zwar habe ich mich so richtig schön abgelegt beim Eislaufen. Also, es ist ja so, man legt sich manchmal ab, man steht wieder auf, man geht weiter. Aber in dem Fall war es halt so... Es tut alles weh. Ich werde euch davon ein wenig berichten. Es geht los. Und zwar war es einfach so, ich fahre so ein bisschen rum, denke mir nichts Böses, bin schon so ein bisschen eingefahren. Apropos, ich bin nicht eingespielt. Wie immer. Und es ist halt so gewesen, ich fahre einfach so rum, denke mir nichts Böses, habe ich gerade schon gesagt. Warum, Alter? Auf jeden Fall war es dann halt so, ich fahre halt roh, halt der Maul. Junge, du kleiner, mieser... Kistentöter. Alles klar. Fahr dann halt so rum und hab mich halt dann so richtig abgelegt und oh lol, was hat er sich ausgelockt? Auf jeden Fall war es halt so, jetzt tut man die komplette Schulter weh. Bekommen hier an Kopf hier eine riesen schöne fette Beule, werdet ihr morgen wahrscheinlich noch im Community Time ein wenig drüber informiert werden, denn das ist ja dann sozusagen der Tag danach. Das nehme ich ja alles an dem Tag auf, wo ich es auch uploade. Baumstumpf. Alles klärchen, Digga. So, danke für dein Schwert. Und da kommt da wieder Abstaub, ne? Du kleiner Lauch. Komm, auf rein. So. Lol, habe ich das Steinschwert ernsthaft jetzt nicht bekommen? Oh nein. Oh nein, Mann. Fuck. Das ist gar nicht gut. Okay, da ist jemand. Wir hatten schon ein schönes Steinschwert für mich. Ja, aber der wird mich killen, oder? Ja, ich bin zu kacke eingespielt. Ja, da kommt noch jemand von hinten. Junge, warum denn? Mann. Und ja, aber außerdem habe ich mich noch ganz fresh von meiner Schwester angesteckt. Die hat nämlich so eine Art, ja, sagen wir mal, nennen wir es mal ganz nett ausgedrückt, Grippe. Das ist nicht lustig. Okay. Ja, was willst du, hä? Tristan Music oder wie auch immer du heißt, ist mir scheißegal. So, so, 1, 2, tack. So, warum setze ich dann TNT? Verstehe ich nicht. Ja, hat er wirklich keine Quip? Und staub den jetzt ab! So, jetzt kommt's. Ja, und er hat auch keine Quip. Er hat auch keine Quip. Die haben irgendwie gerade alle keine Quip. Also kommt mir gerade übel. Ach lol, er hatte sogar Equip. Er hatte locker diesen Hack an, wo man das Equip so bekommt. Aber der wurde jetzt geblockt auf Gomme. Hat er wohl nicht gecheckt. Naja, egal. Auf jeden Fall ist es ja so, dass der Labby-Mod jetzt mit dem Dings geblockt wurde. Wenn ich meine Stimme ein bisschen komisch anhört, wundert euch nicht. Ich bin total krank, aber egal. Ich freue mich trotzdem auf die 1000 Abonnenten, genauso wie vorher. Also, da kann mir keine Krankheit mir irgendwie die Stimmung vermiesen. Und es ist halt so, ist voll geil. Für die erste Runde, die ich heute spiele, ist das nicht schlecht, muss man sagen. Was mich übel abfuckt, ist, dass der, Damage Indicator jetzt geblockt wurde. Ist halt echt scheiße, weil ich habe ihn wirklich viel geused. Also ich habe ihn echt gefeiert und dass es erlaubt wurde und so, fand ich echt gut. War echt ein Grund für mich, auf Gomme zu spielen. Also anstatt auf Timolia und so. Aber dass er jetzt echt verboten wird, hätte ich echt nicht gedacht. Also hätte ich... Okay, ich hätte schon gedacht, dass der Labby-Mod an sich verboten wird, aber... Dass das verboten... Da freue ich mich doch schon wieder auf den abfackerischen Kampf. Nein, ich bin nachgesprungen, ich Missgeburt. Ich muss jetzt sneaken. Was?! Nicht normal. Okay, Leute, also ich wollte nur kurz sagen, dass ich krank bin und so weiter. Hab eine kurze Runde gespielt und GG. Hat mir auf jeden Fall gefallen, die Runde. Wenn euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wie gesagt, der Merch kommt raus, wenn ich 1000 Subs habe. Ich werde auch noch extra ein Video dazu machen. Bin im Moment ein wenig angeschlagen. Morgen in Community Time werdet ihr sehen, was aus dieser fetten Beule wird. Haut rein, wir sehen uns bis zum nächsten Video und ciao. Get the lie.